looking out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn. Morgen, meine Lieben, wir haben es gerade 7:25 Uhr, ich bin schon seit eigentlich 6:30 Uhr ungefähr wach. Nur es war einfach viel zu dunkel, um aufzustehen und ich habe meine Kamera gesucht. Ich wusste nicht, wo sie ist. Ich habe sie nicht für den Tag vorbereitet und deswegen, ja, halbe Stunde später auf TikTok. So, die Sonne raus. Viel besser. Viel, viel besser. Jetzt kann ich euch endlich sehen. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, lege ich mir immer ein Glas Wasser in mein Bett, weil ich wach immer richtig dehydriert auf und brauche direkt Wasser und habe nie Bock zur Küche extra zu laufen. Deswegen, cheers. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, bis meine Kamera geladen hat, weil mein Akku einfach aus dem Nichts leer ging. Und es war so nervig gerade. Weil ich ganz mit dem Video anfangen wollte. So, meine Lieben, ich erzähle euch mal. Also ich filme heute einen ganzen Tag, also ein Day in my life. Nehme euch heute komplett mit und es wird sehr produktiv. Ich habe schon ein wenig im Kopf, was ich heute so mache. Heute werde ich zum Sport gehen. Ich werde heute den Oberkörper trainieren, weil ich habe gestern Beine trainiert, Beine und Po. Und ich habe so einen guten Muskelkater davon bekommen. Es ist echt wichtig, den Oberkörper auch zu trainieren, damit man diesen schönen, sexy Rücken, definierten Rücken und schöne, definierte Arme hat, damit auch der Oberkörper zum Unterkörper passt. Meinen Schuhschrank mit meinen Schuhen einräumen. Ich muss meine Schuhe noch davor sauber machen. Und ich denke euch bestimmt, ja, okay. Und ihr wisst nicht, es sind sehr, sehr viele, sehr viele Schuhe, die ich putzen muss. Das wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Morgen habe ich wieder Schule. Dazu wollte ich auch noch ein paar Sachen vorbereiten. Dann wollte ich ein wenig ein Video schneiden. Ich wollte endlich mit TikTok anfangen. Ich habe nämlich zwei TikToks abgedreht. Das sind zwei What I Eat in a Day Videos. Ich weiß, euch interessieren diese Videos auch extrem. Den Link zu meinem TikTok findet ihr in der Infobox. So, ich mache jetzt meine Kontaktlinsen rein, da ich sehr blind bin. Aber irgendwie kann ich einfach nicht mit der Brille zum Gym. Es ist so ein No-Go für mich. Ich kann es einfach nicht. Dann habe ich später noch ein Date. Und zwar gehen wir essen. Und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Es ist so eine Art Kochshow. Also du sitzt dort am Platz und ein Koch bereitet dir das Essen am Platz zu. Also da ist so eine Platte und der macht da so ein paar Shows. Und das ist bestimmt voll nice. Es gab noch ein paar andere Sachen, die ich machen wollte, aber mir fallen die gerade nicht ein. Ich brauche unbedingt einen Kaffee oder sowas. Ich habe auch voll Hunger. Da die Sonne wieder scheint, benutze ich wieder Sonnencreme. Ich hoffe, ihr macht das auch, weil das ist so wichtig. Ich benutze wieder die Handmade Mermaid Skin UV SPF 50 Creme für Face and Body. Das ist so eine koreanische, nee, sorry, das ist so eine japanische Marke. Kann ich sehr empfehlen. Liebe. So gut wie jeden Morgen meine Super Greens, einfach um nochmal viele Vitamine über den Tag zu bekommen. Der hier ist von The Protein Works, ich verlinke ihn euch in die Infobox. Ich vermische den immer mit ein bisschen Apfelsaft und ein bisschen Wasser, aber man kann auch Milch benutzen oder komplett Wasser, also das ist jedem selbst überlassen. Und das hilft mir auch voll bei einem aufgeblähten Bauch. Manchmal trinke ich das sogar abends vorm Schlafen gehen. Ich mache mich jetzt ready fürs Gym. Das Set ist eigentlich ganz cute. Also es ist jetzt kein richtiges Set, sondern die Leggings ist von Oi Sports. Und das ist einfach nur ein weißes Crop Top. Aber ich mag die Farbe. Passt so
perfekt zum blauen Himmel. Und ich habe gute Laune, deswegen trage ich heute blau. Okay, ich denke, ich bin ready to go. Ich muss noch meine Jacke anziehen, Schuhe, und dann kann ich los. Tasche ist gepackt. Ich werde den Bus nehmen. Also ich nehme jetzt immer den Bus, weil der fährt bei mir direkt zum Gym. Deswegen ist ein bisschen entspannter als Autofahren manchmal. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also I don't know. Deswegen werde ich jetzt den Bus nehmen, zum Gym steppen. Ich denke, es ist nicht so voll, so dass ich filmen kann. Aber ich bin mir nicht so sicher. Aber ich gucke einfach. Okay, see you. Gegessen und habe meinen Protein Shake getrunken. Ich musste das relativ alles schnell machen, sonst hätte es viel zu lang gedauert und musste nebenbei auch meine Kamera aufladen. Ich habe jetzt endlich dieses scheiß Produkt gefunden. Ich habe es die ganze Zeit gesucht. Das ist so ein Schuhreiniger. Also da, also Moment, ich zeig's euch einfach. Also da drin ist halt dieses Mittel. Frag mich nicht, was da genau drin ist. Es ist einfach zum Reinigen von Sneaker speziell. Und dann zwei Bürsten, hier mal so eine harte Bürste und dann so eine weiche. Ich habe das vor Ewigkeiten gekauft, wirklich vor Ewigkeiten, aber kaum benutzt. Die Flasche ist eigentlich schon voll, relativ voll. Weil das nicht so mein Favorite-Ding ist, Schuhe zu putzen. Hier sind ein paar Sneaker drin, aber ich glaube, das sind die ich nicht mehr trage. Deswegen rühre ich die nicht an. Manche sind noch dreckig, aber manche sind richtig, richtig krass sauber. Ich habe wirklich, also keine Ahnung, ich kaufe und trage die nicht mehr. So eine Verschwendung. Ich habe voll gerne getragen. Meine Air Force in diesem knalligen Orange. Oder der hatte Shirin David früher an. Kennt die jemand? Ich schwöre, die wollte die damals jeder haben. Ich glaube, ich werde die verkaufen. Also, falls ihr Interesse habt an Sneaker, die kaum getragen wurden, die so gut wie neu sind und super selten sind, weil alle, die ich hier eigentlich habe, fast alle, sind ausverkaufte Modelle. Und die stelle ich dann auf Vinted, genau. Die stelle ich dann auf Vinted hoch. Ich verlinke euch mal meinen Namen hier. Und in die Infobox. Ich glaube, hier sind meine Sneakers drin, die ich öfter trage, oder die sind in der anderen Kiste. Oh ja, das sieht eigentlich richtig aus. So.
mal sehen, was hier für Schuhe sind. Also, ich wusste es. Ich habe Schuhe, die wichtig sind, extra in deren Kartons reingemacht, also in den richtigen sogar. Ja. Ja, okay. Ja. Genau, meinen ganzen John 1er sind hier auf jeden Fall. Die sehen eigentlich noch relativ sauber aus. Die grauen, die muss ich safe putzen. Die sehen richtig dreckig aus. Patrick Moss, die können dann hier sein. Und meine Yeezys, aber ich wollte irgendein Yeezy-Paar auch verkaufen. Ah ja, die wollte ich verkaufen. Die hier, die will ich verkaufen. Die habe ich also wirklich gar nicht getragen, überhaupt nicht. Kassebon ist auch noch vorhanden, Karton auch. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mir ja eigentlich auch direkt auf Insta schreiben, falls ich noch nicht hochgeladen habe. Es kommt einiges weg. Die habe ich in der Türkei gekauft. Die wollte ich unbedingt haben. Die haben so Snake Skin. Also fake, aber so Optik. Sieht geil aus eigentlich. Ich habe einfach keinen Plan, wie man das benutzt. Deswegen schaue ich gerade ein Tutorial, wie man dieses Reinigungsmittel benutzt. Leute, es ist etwas schief gelaufen. Ich habe nicht so richtig auf die Zeit geachtet. Ich dachte, ich hätte locker noch 2 Stunden, bevor ich mich fertig machen muss. Habe ich auch eigentlich. So, ich habe ein bisschen mehr sogar. Aber das Ding ist, ich kenne mich so gut. Ich brauche immer für irgendetwas voll lange. Sei es wegen meinen Haaren oder wegen dem Make-up, weil irgendwas schief läuft. Oder weil mir das Outfit, was ich rausgesucht habe, da hinten doch nicht gefällt. Und ich will einfach jetzt das so ändern, wisst ihr. Das ist so ein richtig schlechtes Verhalten von mir, dass ich alles so reinquetschen will, obwohl ich eigentlich ganz genau weiß, dass ich es nicht schaffe. Ich habe jetzt so einen neuen, also ich habe jetzt so einen kleinen Trick, zum Beispiel mit den Schuhen gerade. Ich wollte das wirklich gerade wirklich machen, weil es seit gestern wollte ich das schon machen. Dann, aber es hat eigentlich nicht so eine Priorität jetzt, so wie das Rausgehen, also das Fertigmachen. Und danach gehe ich jetzt immer, also immer bevor ich wieder in diesen Zeitdruck gelange, Kreislauf von ich will alles auf einmal schaffen, frage ich mich erstmal, okay, was hat gerade die höchste Priorität? Danach einfach gehen und nicht einfach nach dem, worauf ich Bock habe, weil es ist oft so, dass ich sehr gefühlvoll handel. Ich bin gar kein rationaler Mensch eigentlich so richtig. Am liebsten würde ich jetzt die Schuhe sauber machen. Aber nee, ich muss mich jetzt fertig machen, deswegen. Ja, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ihr das macht mit diesem Zeitmanagen, weil das ist bei mir so der größte Knackpunkt. Ja, auf jeden Fall, ich mache mich gerade fertig. Ganz normales Make-up. Vielleicht mache ich einen Lidschatten. Also vielleicht mache ich ganz anderes Lidschatten. So, ich kenne mich. Mein Outfit ist schwarz-weiß, so wie immer fast. Ich weiß nicht, ich habe ein Fable für schwarze Sachen. Ich liebe schwarze Sachen. Vielleicht hat es was mit damit, dass ich ein Scorpio bin. Nee, keine Ahnung, aber schwarze Sachen sind einfach das Beste. Denke ich mal Bock wieder auf so eine Update-Make-up-Routine, weil ich benutze jetzt ein paar neue Produkte. Wenn ihr Interesse habt, let me know. Dann filme ich euch ein Update-Alltags-Make-up. Ich freue mich so sehr, dass die Tage endlich wieder länger werden, dass wir mehr Tageslicht bekommen und dass es länger hell ist. So ein Energiebooster, oder? Ich dachte die ganze Zeit, boah, ich war die ganze Zeit in so einem Loch irgendwie. Obwohl es gar nicht so ist, aber weil das Wetter, also ich bin sehr weg, meine Laune ist sehr wetterabhängig und so gutes Wetter allein gibt mir schon so mega die krasse Laune. Deswegen überlege ich auch manchmal, ey, in einem warmen Land einfach zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dafür Eier genug habe, in ein warmes Land zu ziehen, wo ich das Land, was ich, also ein Land, was ich überhaupt nicht kenne, vielleicht mal Urlaub gemacht habe, aber so richtig kennen, bis hier so Einwohner kennen. Ich habe wirklich Respekt vor jedem, der das macht, vor allem alleine. Okay, Leute, das ist das Outfit. Cargohose, Chucks, dieses Oberteil hier, diese Lederjacke und die Tasche. And that's the vibe. Ich komme zu spät, ich muss jetzt los. Okay, Leute, wir sind jetzt da. Hier gehen wir essen.
Tokyo Haus. Hi. Guten Abend. Geht's los. Lachs. So, Lachs. Oder? Also wir hatten auf jeden Fall schon Besseres. Zum Beispiel an meinem Geburtstag waren wir bei Oshigiro. Ist jetzt nicht so mit Kochshow, aber da grillst du halt selber dein Essen. Und das ist halt so richtig, das war richtig lecker. Also wirklich unnormal lecker, aber war auch doppelt so teuer. Aber ja, kann man mal machen für die Show. Aber nochmal hingehen würde ich, glaube ich, nicht. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, meine Schuhe sauber zu machen und in den Schuhschrank einzuräumen. Das werde ich dann einfach im nächsten Vlog zeigen oder ich weiß nicht, mal gucken. Aber ich habe einiges von meiner To-Do-Liste heute geschafft. Ich zeige es euch mal kurz. Also, hier ist meine To-Do-Liste. Bett ist gemacht. Gefrühstückt habe ich auch. E-Mails beantwortet. Genau. Training war mir sehr wichtig, dass ich das heute mache. Dann duschen. Und Mittag gegessen, dann kam Schuhe putzen und in den Schrank packen, hat der Tag leider nicht gereicht. Und Outfitplan fertig machen, also es war für, genau, für das Essen. Ja, also eigentlich habe ich alles außer das eine geschafft, was eigentlich nicht so schlimm ist. Jetzt werde ich mich nicht abschminken und dann ins Bett gehen, morgen wieder früh aufstehen, ich habe Schule. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, mich zu abonnieren, falls du nicht getan hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!